Herkese merhaba. Dialoge auf Deutsch Almanca Diyaloglar bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde bir giyim mağazasında geçen bir diyalog örneği göreceğiz. Yeah. Guten Tag. Guten Tag. Ich nehme diese Hose und dieses Hemd. Was kosten sie? Tekrar edelim. Guten Tag. Guten Tag. Ich nehme diese Hose und dieses Hemd. Was kosten sie? Die Hose kostet 45 Euro. Das Hemd 32,50 Euro. Das sind insgesamt 77,50 Euro. In Ihrem Geschäft gibt es doch einen Sonderrabatt. Tekrar edelim. Die Hose kostet 45 Euro. Das Hemd 32,50 Euro. Das sind insgesamt 77,50 Euro. In Ihrem Geschäft gibt es doch einen Sonderrabatt. Für die Damenbekleidung gibt es noch Rabatte. Die Hose und das Hemd, das Sie kaufen, sind aus der neuen Saison. Die haben leider keinen Rabatt. Wie lange wird die Rabattaktion in Ihrem Geschäft noch dauern? Ich frage für meine Frau. Tekrar edelim. Für die Damenbekleidung gibt es noch Rabatte. Die Hose und das Hemd, das Sie kaufen, sind aus der neuen Saison. Die haben leider keinen Rabatt. Wie lange wird die Rabattaktion in Ihrem Geschäft noch dauern? Ich frage für meine Frau. Nächsten Sonntag ist der letzte Tag mit Sonderrabatt. Ich werde es meiner Frau sagen. Dankeschön. Bitteschön. Tekrar edelim. Nächsten Sonntag ist der letzte Tag mit Sonderrabatt. Ich werde es meiner Frau sagen. Dankeschön. Bitteschön. Tekrar edelim. Guten Tag. Guten Tag. Ich nehme diese Hose und dieses Hemd. Was kosten sie? Tekrar edelim. Guten Tag. Guten Tag. Ich nehme diese Hose und dieses Hemd. Was kosten sie? Die Hose kostet 45 Euro. Das Hemd 32,50 Euro. Das sind insgesamt 77,50 Euro. In Ihrem Geschäft gibt es doch einen Sonderrabatt. Tekrar edelim. Die Hose kostet 45 Euro. Das Hemd 32,50 Euro. Das sind insgesamt 77,50 Euro. In Ihrem Geschäft gibt es doch einen Sonderrabatt. Für die Damenbekleidung gibt es noch Rabatte.
Die Hose und das Hemd, das Sie kaufen, sind aus der neuen Saison. Die haben leider keinen Rabatt. Wie lange wird die Rabattaktion in Ihrem Geschäft noch dauern? Ich frage für meine Frau. Tekrar edelim. Für die Damenbekleidung gibt es noch Rabatte. Die Hose und das Hemd, das Sie kaufen, sind aus der neuen Saison. Die haben leider keinen Rabatt. Wie lange wird die Rabattaktion in Ihrem Geschäft noch dauern? Ich frage für meine Frau. Nächsten Sonntag ist der letzte Tag mit Sonderrabatt. Ich werde es meiner Frau sagen. Dankeschön. Bitteschön. Tekrar edelim. Nächsten Sonntag ist der letzte Tag mit Sonderrabatt. Ich werde es meiner Frau sagen. Dankeschön. Bitteschön. Tekrar edelim. Guten Tag. Guten Tag. Ich nehme diese Hose und dieses Hemd. Was kosten sie? Die Hose kostet 45 Euro. Das Hemd 32,50 Euro. Das sind insgesamt 77,50 Euro. In Ihrem Geschäft gibt es doch einen Sonderrabatt. Für die Damenbekleidung gibt es noch Rabatte. Die Hose und das Hemd, das Sie kaufen, sind aus der neuen Saison. Die haben leider keinen Rabatt. Wie lange wird die Rabattaktion in Ihrem Geschäft noch dauern? Ich frage für meine Frau. Nächsten Sonntag ist der letzte Tag mit Sonderrabatt. Ich werde es meiner Frau sagen. Dankeschön. Bitte schön. In dieser Lektion haben wir ein Beispiel für einen Dialog in einem Bekleidungsgeschäft gezeigt. Auf Wiedersehen, bis zu einer anderen Dialoge auf Deutsch-Lektion.